Der Almkanal ist ein künstliches Wassergerinne im Süden der Stadt Salzburg und führt von der Königsee-Ache bis zur Salzach in der Stadt Salzburg. Der durch den Mönchsberg führende Stiftsamstollen ist der älteste mittelalterliche Wasserstollen Mitteleuropas und kann jährlich bei der sogenannten Almabkehr im Herbst begangen werden. Er diente zur Versorgung der Stadt mit Nutz-, Trink- und Löschwasser sowie dem Mühlenbetrieb. Heute ist der Almkanal vor allem als Erholungsraum und als Kulturdenkmal bedeutsam. Er wird aber auch weiter zur Energiegewinnung genutzt. Und hier kommt das Kraftwerk Eichetmühle der Salzburger AG bei Grödig ins Spiel. Das Kraftwerk gehört zu den Schmuckstücken der Kraftwerksflotte und wurde bereits 1899 von den damaligen Salzburger Elektrizitätswerken gebaut. Es ist dann betrieben worden bis 1908, wo für den Bahnbetrieb ein zusätzlicher Gleichstromgenerator installiert wurde und die Maschinenleistung erhöht wurde auf ungefähr 150 Kilowatt. In weiterer Folge ist es betrieben worden bis in die Nachkriegszeit 1953, wo eine große Revision stattgefunden hat und auch die Bahnbetriebsanlagen außer Betrieb genommen wurden und ist dann weitergelaufen in der derzeitigen Form bis 2005, wo wir einzig und allein einen kleinen Umbau vorgenommen haben, nämlich die Automatisierung der hydraulischen Anlagenteile und das bislang fettgeschmierte Lager, das sich im Wasser befand und das Fett ins Wasser sozusagen abgegeben wurde, wurde umgebaut auf ein wassergeschmiertes Lager. Seitdem ist die Anlage in gleicher Form noch in Betrieb und auch denkmalgeschützt und ist einzigartig durch ihre spezielle Bauform auch mit dem Kammlager, mit den Holzzähnen des Zahnrades. Und jetzt noch ein paar Infos für Profis. Das Kraftwerk Eichetmühle hat eine durchschnittliche Jahreserzeugung von 950 Megawattstunden. Diese werden von einer Francis-Schachtturbine mit vertikaler Welle erzeugt. Unterm Strich ergibt der Strom für ca. 250 Haushalte in Salzburg. Richtig stolz ist man nach wie vor auf das Herzstück des Kraftwerkes. Auf das Holzkammrad. Vereinfacht gesagt, ein Zahnrad, das als Turbo für die Drehzahl des Generators dient. Das Besondere an der Turbine des Kraftwerkes Eichetmühle ist das Holzkammrad. Das Holzkammrad dient dazu, die Umdrehungszahl der Turbine auf die Umdrehungszahl des Generators zu erhöhen. Dieses Holzkammrad besteht aus 126 Kammreihen mit je drei Holzzähnen. Diese Holzzähne werden aus Weißbuche gefertigt. 2012 haben wir uns entschlossen, diese Zähne selber zu fertigen. Dadurch konnten wir die Standzeit von früher fünf Jahren auf jetzt 7 bis 10 Jahre erhöhen. Dass diese altwürdigen Gerätschaften viel Liebe in der Wartung benötigen, ist auch klar. Zuständig dafür ist Raphael Oberhuber von der Salzburger AG, der das Kammrad regelmäßig wartet und schmiert. Und das mittlerweile auch schon seit fast 16 Jahren. Die Pflege, ein bisschen Verantwortung haben wir da natürlich bei so einem alten Teil, damit das noch lang bestehen bleibt und ohne größere Reparaturen umgeht. Und das ist auch gut so, denn immerhin soll das Kraftwerk Eichetmühle der Salzburger AG auch noch in Zukunft Strom liefern.